So, Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Da es mein erstes Let's Play ist, weiß ich, man kann eine Menge falsch machen und ich werde natürlich alles beabsichtigt falsch machen. Also wenn jetzt mal was nicht stimmt, ihr sagt, boah, da ist der ja einfach mal gestorben. Nee, dann gehört das so. Ja, ich habe das Spiel wirklich lange nicht mehr gespielt, daher... Also ich kann jetzt auch einen Einzelkampf machen, aber da kommt nur eine 1,0er KD raus. Also mein letztes war 28-28, ich habe gerade eben gespielt. Ist natürlich schlecht. Ne? Also ich habe wirklich lange nicht gespielt. Ich glaube, einen Monat. manche sagen, Mann, verliert man nicht, ist ja nix. Die anderen sagen, kannst du das Spiel überhaupt noch anfassen? Also, ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus für meine Fehler. Ihr sagt euch vielleicht, Mensch, das Format ist scheiße. Ja, es ist ein iPod 5. Zeigt aber das Bild vom iPod 4. Raffiniert. Ihr sagt euch vielleicht, Mensch, die Grafik ist doof. Kann ich sagen, ja, Pech. Nein, also ich arbeite daran. Gleich mal von einem mit Prestige gekillt. Das macht Laune. Guter Spielanstieg. Jetzt sagen die meisten klicken schon weg, sagen, boah, was ein Loser. Aber das hier soll ja nicht zum... Das soll ja kein so ein, boah, guck mal, was der kann Video sein, sondern eher so ein, Mensch, guck mal, wie schlecht ist der hier. Ist ja lustig. Teile ich mal. Dir das abfahren. Also das Video dient zur Unterhaltung. Ja, we lost another man, genau. So war das, ich selbst. Dann nehmen wir daneben. Ich wollte eigentlich ausknipsen, hat jetzt nicht so geknappt. Ich habe das Spiel wirklich lange nicht gespielt, also es war kein Scherz oder so. Wo ist der? Wo ist er? Oh, da war er. Ich habe ihn am Bildschirmrand gesehen. Oh, ein Experte ist das. Das ist ein Experte. Der hat Prestige und zwar verdient. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, wie gut der jetzt war. Ganz raffiniert gespielt. Fuck, bin ich lahm. Mager, bin ich lahm. Boom. Ja, habe ich verdient, ey. Das ging ja gar nicht. Also die Reflexe sind noch auf Low. Auf Trainingsmodus. Ja. Ach, da ist übrigens ein Werbesucher, deswegen ist das schwarz und weiß. Also euer PC ist voll in Ordnung. Der iPod oder iPhone oder wovon auch immer ihr das guckt. Ist mir ein bisschen zu nah. Ja, da wird der erstmal beruhigt hier. Peng, peng, peng. Ihr Haftbefehl macht gerne Peng Peng. Ja, hinter der Schranke einklemmen. Das ist gut, das hält's gesund. Das war natürlich sehr schlecht. Dann nehme ich einfach mal einen. Ups, falscher Knopf. Ein anderes Pack. Ja, war ein bisschen spät. Deswegen haben wir das nicht genommen. Ich gehe einfach mal in diese Hochsicherheitskiste. Und warte. Schön, wie er sich voll in mein Visier stellt. Da. What a man. Daneben. Jo. Knips. Gleich der nächste. Knips. Jetzt geht's los hier. Jetzt wird aufgeholt. Von da kommt anscheinend einer. Guck ich erstmal weg. Von da kommt einer. Weggucken. Ach, da kniet sich einer hin. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Man weiß es nicht. Kriegt man so leichte Panik, wenn man nicht. Man hat ja so eine begrenzte Sicht. Hey, das war ein Treffer! Hey, das finde ich ja gar nicht gut. Der hat das erstmal überlebt. Überall Schritte, alle positionieren sich hinter mir. Die sehen, boah, der sniped. Den dränge ich erstmal ab. Von wo? Where are you come from? Ja, Bewegung, Bewegung. Mike. Todesmutig und Mike ist tot. Unten kann man es immer nachlesen, wer gerade von wem. Wer gerade mit wem, ne? Ja, also ich hoffe, ich kriege jetzt mal eine andere Waffe zugestellt, die ich vor langem bestellt habe. Da ist sie, die, OPS oder Ops oder wie man sie auch nennen will. Ein Teamkollegen habe ich gerecht, habe ich gleich gemerkt.
Spielsieger. Ach Mensch. Ich habe bestimmt voll meinen Beitrag geleistet. Mal gucken. 4 zu 5, das ist natürlich sehr peinlich. Das geht gar nicht. Und das Let's Play ist auch ein bisschen kurz. Daher sage ich, machen wir die nächste Runde nochmal mit. Es sei denn, ich kriege einen 0,5er KD. Dann. Das wäre natürlich ziemlich doof. Das ist gar nicht. Oh, die Leute gehen raus. Sieht nicht gut aus. Andererseits sind jetzt fast nur noch Noobs da. Okay, das lohnt sich nicht. Ja, verlasse ich das auch einfach mal. Verbindung wieder gestellt. Ja, ich war ja auch nicht im Spiel drin oder so. Man muss jetzt erstmal verbinden. Das war die ganze Zeit serverfrei. Meine Statistik. Yeah, 40-4. Der Mann, ich glaube, ich erstelle einfach mal, dann kann ich auch gleich im Zuge erklären, was ist. Also wir spielen nur 5 Minuten bis 25 und mit nur 10 Leuten. Unterstützung wollen wir. Und dann beginnen wir das Spiel einfach mal. So, also. Das Spiel. Also es ist für Touchgerät, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Deswegen sind diese Knöpfe immer so hässlich im Bild. Was wahrscheinlich auch wieder Leute aufregen wird. Mach die Knöpfe doch weg. Nee, ist nicht. Ja, das ist für alle mobilen Geräte von Apple verfügbar. Ich habe auch AirPlay, aber dann könnt, wenn ich das anscreen würde, könntet ihr hier nur die Knöpfe sehen, was natürlich noch mehr aufregen würde. Aber man kann das auf jeden Fall so machen, dass man den iPod oder iPhone oder iPad dann halt nur als Controller verwendet und das dann anscreent. Also, Waffenwechseln funktioniert folgendermaßen. Oben ist die Waffe, wenn ich darüber streiche, wird die Waffe gewechselt. Wenn ich auf den Schussbutton drücke, wird geschossen. Wenn ich gedrückt halte, wird Dauerfeuer gemacht. Drücke ich auf die Waffe, wird nachgeladen. Das Ganze natürlich funktioniert bei beiden. Daneben seht ihr so ein brennendes Gefäß. Ist ja ganz klar, das heißt, das Gefäß brennt. Ist also eine Brandgranate. Bisschen unrealistisch dargestellt, da das Metall von außen natürlich nicht brennt. Wäre ja blöd, ne? Also, da kommt eine Flüssigkeit raus, die brennt. Sieht dann so aus. Da haben sich die Entwickler gedacht, was machen wir denn? Was sieht gefährlich aus? Genau, ein Flackern, das beunruhigt alle Menschen auf dem Spielfeld. Das sieht gefährlich aus, also das Brennen ist einfach nur ein Blinken. Vielleicht ist es Magnesium oder so, weiß man nicht, vielleicht 3000 Grad heiß. Auf jeden Fall kriege ich noch nicht mal Damage. Ja, da oben in der Ecke seht ihr den Radar, der sich so mitdreht. Wenn die Leute keinen Schalldämpfer drauf haben und die schießen, sieht man die, wie bei Call of Duty oder so auch. Und, ja. Oder wenn man einen Satellitenscan hat, dann kann man alle Gegner sehen. Als Pfeile werden Freunde angezeigt da oben und Kreise rot sind Gegner. Hier in der Mitte ist der Rennbutton. Oh, es geht los. Der hat Prestige, also ich muss mich jetzt konzentrieren. Da brechen wir doch mal die sämtliche Erklärung ab. Ich kann hier noch kurz ducken und zielen zeigen. Ducken und zielen beides gleichzeitig. So, fertig. Der ist vermutlich nicht blöd. Und weil er Prestige hat, nur mal so. Der hat das Spiel schon mal gespielt. Das kann unterhaltsam werden. Deswegen bin auch ich der, der ins offene Feuer rennt. Logisch. Na, Logen. Man muss ja, gleich mit einem Granatenwerfer aus der Ecke wieder raus. Also der hat's einfach drauf. Muss man sagen. Also fand ich nicht schlecht. Die Idee, sich zu verkriechen. Mit Prestige campen. Also, das macht nicht jeder. Gleich mal für Geld den Luftanschlag gekauft, weil er mich ja so oft gekillt hat. Da explodiert was. Also, der Mann hat's einfach drauf. Ja. Da bin ich einfach mal tot. Das kommt an meine Pinnwand. Ja, mach das. Ich sage und schreibe 3 Minuten Spielzeit. 3 Minuten. 53. Grenade? Oh. Sehe ich nicht. Sehe ich gar nicht ein. Der hat sich selber umgebracht. Das ist ein Experte. Jetzt hat er wieder 0 Kills. Ach ja, wenn man sich selbst umbringt, wird das doppelt gestraft. Erstmal kriegst du einen Tod mehr und einen Kill weniger.
Anscheinend ist das ein Hacker oder so, oder der kann wirklich gut damit zielen, weil der schießt ja nur mit seinem Granatenwerfer. Der ist voll stolz darauf, was er den hat, glaube ich. Ich könnte ihm das Leben jetzt schwer machen, indem ich campe. Aber das. Okay, weil der zweite hat keinen Schuss mehr. Es sei denn, er hackt. Das glauben wir aber mal einfach. Und er hackt. Das finde ich natürlich gar nicht mal so cool, weil nach zwei Schuss hat man keine Granaten mehr. Vielleicht hat er aber auch den Munitionsgürtel an. Dann hätte er drei Schuss. Also muss jetzt noch nicht sein. Kommt jetzt noch ein Schuss, gehe ich raus. Rache. 2-2 steht's. Wahnsinn. Also der kann anscheinend nur mit dem Granatenwerfer umgehen und keine andere Waffe nitzen. Nitzen kann er wie. Da fliegt die erste Granate, da bleibe ich doch einfach mal hier hinten und warte auf den zweiten Knall. Das bewahrt, das be... Und dong. Grenade. Ja, schön. Da nehme ich einfach mal das Präzisionsgewehr. Da kann ich nämlich auch vom Weiten weg zugucken, wie ich platt gemacht werde. Da war er schon im Bilde. Da gehe ich einfach mal zurück. Da ich keine Ahnung, wo ich dachte, ich hätte seinen Namen gelesen. Vielleicht habe ich auch meinen eigenen Namen gelesen, man weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch gar nichts gelesen. Und da war schon wieder. Und habe einfach nur Panik. Man weiß es nicht. Nein, da war er. Deklinativ. Deklinativ war der da. Das habe ich gesehen. Ich sehe ihn aber jetzt nicht. Hallo. Dann bin ich schlecht. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Also das hätte man sich... Oh. Also das war eben verschenkt. Ich laufe übrigens mit Absicht auf und ab, weil der ist Prestige. Sobald ich stehen bleibe, bin ich tot. Der sieht mich, rennt und dann bin ich tot. Ein Wurfmesser. Mit Level 50. Das reicht. Der hackt. Da gehe ich raus. Weil wenn man Prestige hat, auch wenn man zurücksetzt, dann werden einem die Wurfmesser entzogen. Sonst hätte ich ja jetzt Wurfmesser. Also der hackt. Das ist gar nicht mal so witzig. Kommen wir zum nächsten Thema. Hacken. Hat man einen Jailbreak, kann man allen möglichen Scheiß bauen. Man kann sich, also ich habe einen Jailbreak, aber ich hacke nicht, weil ich das verabscheue. Hacken. Da, 14.000 Kills, 11.000 Tode, also, kann sein, ja, ich habe 11.000 Tode, ne, das ist blöd. 1,26, also, ich bin jetzt nicht so der Champ. Falls ihr mich versucht zu adden, also ich adde nur Leute, die ich wirklich kenne eigentlich. Also, könnt ihr gerne machen, aber mal sehen. Ist es jetzt einer oder zwei, werde ich das wahrscheinlich machen, aber sind das jetzt 10 oder 8 nicht. Ach ja, das sind meine Gegner, oder hier, wie es schön genannt wird, Opfer. Ist also aus dem Englischen übersetzt, ne? Ja, fantastisch, ne? Und das war mein erstes Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert es, liked es.